damit haben wir auch den Ausgang aus dem Teil von Shadowlight Divide gemacht, genommen. Wie auch immer. Gut. Jetzt will ich aber doch mal anständig autosaven. So. Und wieder Zeug aussortieren. Ja, das Schwert, die Axt und die ganzen Knochenteile. So. Das war das. Ich weiß jetzt nicht, soll ich mich auf die Suche nach den letzten beiden Altars of Light machen? Also ich weiß ja, wo einer auf jeden Fall ist, nämlich hier in der 8. Da habe ich sogar nicht weit von. Jedenfalls nehme ich das mal an. Ich könnte mich nämlich irgendwo hier in dem welche, den Palace oder den Palace Dungeon hochgeportet? Gucken wir einfach mal kurz. Weil das hier ist der Palace Teleporter. Der bringt mich in den Palace Dungeon, aber gleich nach oben. Ja, so viel dazu. Nochmal das ganze Spielcrash. Ah, diesmal nicht. Dankeschön. Gut. Also für die, die es jetzt gerade nicht so mitgekriegt haben, das Spiel ist abgestürzt gewesen. Hoch. Runter. Ja. Moment, kann ich nicht einfach hier runterfallen? Na, okay, wenn ich hier runterfalle, dann dich hier drüben. Da müsste ich einen Heidenumweg nehmen. Ich könnte einfach hier runtergehen und müsste hier wieder hochgehen. Ja. Die Pitmaze, die uns nicht loslassen will, hä? Da lang. Okay, das hat sehr toll geklappt. Okay, ich nehme einen anderen Weg. Kann ich einfach den Weg hier runternehmen? Ja, kann ich den Weg hier runternehmen? Ja, und da muss ich hier durch. Das haben wir schon so oft gemacht. Das ist ja jetzt Routinearbeit. Dumm die dumm die dumm.
Hier hoch muss ich als nächstes. Hier ist zum Glück ein Kristall, an dem wir speichern können. Und hier rein. Vielleicht haben wir Glück und werden nicht hier rein teleportiert, sondern hier rein. Sieht nämlich fast danach aus. Das hier ist der Ort of Light. Na gut. Ich höre schon mal rumgelatsche. Also das Kleppern von Skeletten. Oh. Hallo. Noch einer. Noch ein Kraut. Sind aber auf jeden Fall nur Bogenschützen, die ich höre. Und zum Glück bis jetzt nur einzelne Bogenschützen, die ich höre. Okay, damit hat sich das schon mal erledigt. Es sind aber schwarze. Keine geisterhaften. Au. Ey. Wer hat dich eingeladen? Okay, einmal heilen. Da sind die Jungs wieder. Da waren die Jungs. Da ist der. Okay. Ja, also für mich. Gerade der wichtigste Fund. Der Shadowlight Divide Teleport. Das Gaia Gateway. Obsidian Boots. Energy Dexterity. Aha. Warum habe ich das Gefühl, dass das ganze Obsidian-Set zusammen irgendwas macht? Wow.
Tut mir leid, das musste sein. Hi. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe gerade eine Menge Spaß. Hi Jungs. Okay, ich höre was Schleimiges. Ich sehe was nicht ganz Schleimiges. Eine Tür, die ich öffnen kann. Jetzt will ich aber erstmal in aller Ruhe hier alles abgehen. So. Shadowlight Vault. Also ja, da will ich auf jeden Fall rein. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Hier habe ich den Helm gefunden gehabt. Hier ist die Orb-Türe, durch die ich noch nicht durchkomme. Das sieht mir eher so aus, als ob ich von der anderen Seite aus rankomme. Das macht auch nicht so wirklich was. Ja gut, ich müsste auch jetzt mal all diese Felder abgehen und gucken, ob noch was in den Nischen liegt. Was ich gebrauchen könnte. Und mal ein Quicksave machen, sicher ist sicher. Wurf Hammer. Aber das hatten wir schon das Thema, dass uns die nicht mehr wirklich was bringen. Tja, so wie es aussieht, ist unser einziger Weg dieser hier. Endurance Spellcasting. Plus 30 Energy für Stuff Defense User. Und 2 Skill Points, dadurch, dass wir größere Experience haben. Was wollte ich da reinpacken? Haben wir schon ultimativen Fire Magic? The Rising Phoenix. The Haze and Berserk Swim must be activated first to cast the Phoenix Spell. All Champions take fire damage. If any champion dies, they are resurrected immediately. The Rising Phoenix deactivate if and when either the Haste or Berserk Spell deactivated. Okay.